Der Unbekannte möchte im Besprechungsraum mit Ihnen reden, Commander. Shepard, das ist die Gelegenheit. Ich habe ein Notsignal von einer turianischen Patrouille empfangen. Sie ist jenseits des Corlys-Systems auf ein Schiff der Kollektoren gestoßen. Die Turianer wurden ausgelöscht, aber vorher haben sie das Kollektorenschiff lahmgelegt. Sie müssen an Bord des Schiffes gehen und Daten über die Kollektoren besorgen. Finden Sie für uns einen Weg zu Ihrer Heimatwelt. Wenn die Turianer dort eine Patrouille hatten, warum schicken sie dann kein Aufklärungsteam hinterher? Das werden sie. Irgendwann. Aber ich habe die Funksprüche abgefangen. Bis dahin füttern wir sie mit gefälschten Berichten. Sie sind nah genug, um reinzugehen und wieder weg zu sein, bevor die Turianer die Wahrheit herausfinden. Kaum vorstellbar, dass eine Turianer-Patrouille ein Kollektorenschiff lahmlegt. Berichten zufolge ist die Hülle intakt. Aber alle Systeme sind anscheinend offline. Vielleicht finden in diesem Augenblick bereits Reparaturen statt. Es ist sicher nicht ungefährlich, aber wir können uns so eine Gelegenheit nicht entgehen lassen. Ist diese Information wirklich verlässlich? Information ist meine Waffe, Shepard. Sie ist verlässlich. Schicken Sie mir die Koordinaten, ich kümmere mich darum. Ist bereits geschehen. Sobald Sie an Bord sind, stellen Sie eine Verbindung zu Edi her. Sie durchforstet dann die Daten nach Informationen über das Omega-4-Portal. Viel Glück, Shepard. Koordinaten eingegeben. Auf zum Schiff der Kollektoren. Haben Sichtkontakt zum Kollektorenschiff. Emissionen sehr niedrig. Passiven Infrarottemperaturen zufolge sind die meisten Systeme offline. Triebwerke sind kalt. Das Ding ist gewaltig. Wie sind die Turianer damit fertig geworden? Laserscans ergeben keine Rumpfschäden auf der uns zugewandten Seite. Ich registriere keine Verzerrungen des Masseneffektfeldes. Der Antriebskern scheint offline zu sein. Kontakt in 30 Sekunden, Commander. Viel Glück. Ich habe noch nie so ein Schiff gesehen. Sieht aus wie ein riesiger Stock. Rachni vielleicht. Die Tiefenscans haben einen Zugangsknoten für eine Verbindung mit den Datenbanken der Kollektoren entdeckt. Markiere Position auf dem Computer Ihres Kampfanzugs. Thank you.
Shepard. Ich habe die EM-Signatur des Schiffs mit bekannten Kollektorprofilen verglichen. Es ist dasselbe, das Ihnen schon auf Horizon begegnet ist. Vielleicht haben es die Verteidigungstürme für die Turianer sturmreif geschossen. Vielleicht sind dort die Die Kollektoren haben solche Behälter auch auf Horizon benutzt, aber die hier sind leer. Klein, wie mein Tank. Sie haben bestimmt um Gnade gebettelt. Das sieht übel aus. Berge von totem Fleisch. Wurden wohl für Tests benutzt. Diese Subjekte haben anscheinend nicht bestanden. Das haben sie nicht verdient. Kaum jemand bekommt, was er verdient, Shepard. Das ist ein Kollektor. Haben die etwa an ihresgleichen Experimente durchgeführt? Edi, ich starte den Upload der Daten von diesem Terminal. Versuchen Sie herauszufinden, was die vorhatten. Daten erhalten. Analysiere. Die Kollektoren haben grundlegende Erbgutvergleiche zwischen ihrer Spezies und den Menschen durchgeführt. Können wir irgendwas aus den Daten zu unserem Vorteil nutzen? Es sind nur vorbereitende Experimente, aber sie enthüllen bereits etwas Bemerkenswertes. Eine genetische Struktur mit 4 Strängen, identisch mit Funden in uralten Ruinen. Wir kennen nur eine Spezies, die diese Struktur aufweist, die Proteaner. Mein Gott, die Proteaner sind gar nicht verschwunden. Sie arbeiten jetzt für die Reaper. Es sind keine Proteaner mehr, Shepard. Ihr Erbgut weist eindeutig auf umfassende genetische Veränderungen hin. Die Reaper haben sie ihren Bedürfnissen entsprechend umgestaltet. Ich möchte nicht so leben als mutierter Sklave. Wenn wir einen Kollektor töten, tun wir ihm damit vermutlich sogar einen Gefallen. Was immer sie früher auch waren, jetzt arbeiten die Kollektoren für die Reaper. Und wir müssen sie immer noch aufhalten. Keine Spezies sollte so etwas durchleiden müssen. Suchen wir, was wir brauchen, bevor die Kollektoren kommen, um das Schiff zu bergen. Los! Sehen Sie, an der Decke. Noch mehr dieser seltsamen Kapseln. Das sind Hunderte. Wie viele davon sind voll? Zu viele. Ich registriere keine Lebenszeichen in den Kapseln, Shepard. Wahrscheinlich sind die gefangenen Opfer gestorben, als das Schiff seine Primärenergie verloren hat. Das sieht interessant aus. Commander, das
Schiff analysieren lassen. Ich habe das EM-Profil mit den Daten der ursprünglichen Normandy von vor 2 Jahren verglichen. Beide stimmen exakt überein. Dasselbe Schiff, das mich 2 Jahre verfolgt hat? Das kann kein Zufall sein. Irgendwas stimmt da nicht, Commander. Seien Sie bloß vorsichtig. Wenn wir sie aufhalten. Verbindung zwischen Ihnen und dem Kollektorenschiff ein. Sehen Sie mal, ob Sie was Nützliches aus den Datenbanken rausholen können. Datenübernahme wird durchgeführt, Shepard. Oh, das bedeutet nichts Gutes. Teufel ist gerade passiert. Plötzliche Energieüberlastung. Alles hat sich abgeschaltet, aber jetzt sind wir wieder da. Ich konnte den Großteil der Überlastung auf unkritische Systeme umleiten. Shepard, das war keine Fehlfunktion, es war eine Falle. Wir brauchen hier ein wenig Hilfe, Edie. Ich habe Probleme, die Verbindung aufrechtzuerhalten. Jemand ist im System. Verbindung wiederhergestellt. Ich muss erst den Download abschließen, bevor ich irgendwelche Systeme übernehmen kann. Dann sollten Sie sich damit beeilen, Edie. Sehen Sie mal, wir haben Gesellschaft. Ärger! Nicht darum.
Ich habe die Kontrolle über die Plattform wieder übernommen, Shepard. Ich wusste, Sie lassen uns nicht im Stich, Edie. Ich arbeite stets mit maximaler Kapazität. Haben Sie, was wir brauchen? Ich habe Daten gefunden, mit denen wir das Omega-4-Portal erfolgreich steuern können. Ich habe auch das turianische Notsignal gefunden, das für diese Falle als Köder eingesetzt wurde. Quelle waren die Kollektoren. Das ist ungewöhnlich. Für mich klingt es logisch, dass Sie die erste Nachricht als Köder gesendet haben. Nein, es ist ungewöhnlich, weil turianische Notsignalkanäle eine Sekundärverschlüsselung aufweisen, die aber bei dieser Nachricht fehlerhaft ist. Es ist unmöglich, dass der Unbekannte das Notsignal für echt gehalten hat. Warum sind Sie da so sicher? Ich habe die Anomalie in den Erkennungsprotokollen von Cerberus gefunden. Und die hat er geschrieben. Er wusste, dass das eine Falle war? Warum sollte er uns in eine Falle schicken? Der Mistkerl hat uns direkt den Kollektoren ausgeliefert. Und ich dachte, ich hätte meine Portion Verrat und Mordversuch für dieses Jahr schon hinter mir. Commander, wir haben da noch ein Problem. Das Kollektorenschiff fährt hoch. Sie müssen da raus, bevor Ihre Waffensysteme online sind. Ich werde nicht noch eine Normandy verlieren. Ich habe nicht die volle Kontrolle über Ihre Systeme. Ich tue, was ich kann. Sende Koordinaten für die Shuttle-Abholung. Dann los, abmarsch!